Wir haben Bierdeckelfragen, Esther. Ja, bist du auch 61, jung. Genau, wir haben sie aufgefordert, Bierdeckelfragen zu stellen. Es sind welche reingekommen. Möchtest du die erste stellen? Gerne du. Herr Balakow, das bist du. Können Sie sich vorstellen, irgendwann mal einen Job beim VfB Stuttgart anzunehmen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Mehr die steht da drauf. Ja. Und die Antwort lautet... Oh. Immer gern. Sie waren ja auch schon Assistenztrainer unter Matthias Sommer und Felix Magath. Unter den beiden, von welchem der beiden haben Sie mehr mitgenommen für Ihre Karriere, für Ihre Trainerkarriere? Ich war Assistenttrainer von Felix Magath und ein Jahr später von Matthias Sommer. Oh, ganz große Namen. Und von wem haben Sie mehr mitgenommen? Beide. Natürlich, mit Felix habe ich auch intensive Zeit gehabt und... da habe ich auch wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Das war mein erstes Jahr nach meiner Fußballtätigkeit. Und da habe ich viel gelernt. Aber von Matthias Sommer habe ich auch viel gelernt. Glauben Sie denn, dass gerade jetzt Felix Magath, Ihr großer Förderer auch beim VfB Stuttgart, irgendwann mal noch auf die Fußballbühne zurückkehren wird? Habe ich nicht ganz gut verstanden. Ob Felix Magath noch mal auf die große Fußballbühne zurückkehren wird? Auf jeden Fall. Der gehört in diese Bühne und ich hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt. Ich habe da keine Zweifel. Nächste Frage. Trainierst du noch in der Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart? Ich trainiere nicht, aber ich spiele. Es gibt in der Traditionsmannschaft des VfB. Ja, Und es gibt Mitte November gibt es, glaube ich, ein großes Spiel. Der Rest der Welt trifft auf Deutschland, auf Lothar Matthäus und Co. in Köln. Und da wirst du für den Rest der Welt spielen. Ja, bin ich eingeladen und da gehe ich gerne nach Köln. Die deutsche Mannschaft, die da spielt, hat noch nie gewonnen. So viel kann ich dir schon mal sagen. Diese Traditionsmannschaft. Also ist erstaunlich, ja, noch nie gewonnen. Ja. Ich weiß nur, ich habe keine Informationen, aber ich das aber interessiert mich eigentlich nicht. Doch, mich ja, sehr sogar. Herr Balakow, jetzt mal Hand aufs Herz, wie fit sind Sie denn noch? Nochmal? Also Sie sehen sehr durchtrainiert aus. Wie fit sind Sie denn noch? Ja, ich bin relativ fit. Bin ich viel Spieler noch mitmachen. Wie halten Sie sich fit? Ich mache Fitness, ich laufe und ich spiele viel Tennis, Golf. Ihr Sohn spielt auch Tennis, der ist auf einem Tennisinternat. Ja, mein Sohn spielt Tennis, der ist im Tennisinternat. Wird mal ein ganz großer? Das ist das Schöne an diesem Gespräch hier. Es bricht in der Mitte ab, weil unsere Freunde dahinter in bester Stimmung sind. Jetzt zeigen wir ein Bild vom Heimatort von Krasimir. Das ist wo genau? Das ist Mitte Bulgarien und das ist auch die Hauptstadt von Bulgarien. Ich war schon mal da, erstaunlicherweise. Da hat der erste FC Kaiserslautern mal gespielt. Ja, damals FCK hat gegen meinen Verein gespielt, Etar Veliko Tarno. Genau, so war das. Sehr schöner Ort, kann ich nur empfehlen. Wo machst du Urlaub, wenn du Urlaub machst? Also ich spiele gern Golf und dann bin ich immer wieder in Bulgarien, Spanien, Italien. Also Europa ist seine Heimat. Ja. So einfach kann man das sagen.